ein wunderbarer Tag auf der Festung Königstein. Seit langem sind wir dort wieder mal hingefahren. Ich muss jetzt immer wieder sagen, es ist überwältigend. Angekommen gibt es zwei Wege. Einmal diesen Weg geradeaus weiter zum Haupteingang oder mit dem Aufzug nach oben. Da wir alle schon ein wenig fußkrank waren, sind wir mit dem Aufzug gefahren. Ich zeige aber hier den Eingang. Der Haupteingang ist sehr, sehr schön und man sollte, wenn man einigermaßen zu Fuß ist, auch wirklich da hochgehen. Hier sieht man nochmal, ich habe hier den Pfeil gemacht, dort ist der Haupteingang. Und hier, wo wir jetzt stehen, kommen wir aus dem Fahrstuhl von unten hoch. Und so beginnen die Rundumführung. Und es ist einmalig. Also es ist einmalig, jeder muss die Festung mal gesehen haben, das ist wirklich fantastisch. Diese Ausblicke. Und ein Blick nach unten ins Tal. Das ist unten Tal Königstein. Der Ort Königstein. Die Türme an den Ecken wurde benutzt, damit die Wächter nach unten gucken können, weil man sonst kaum was sieht. Wie man jetzt hier aus dem Fenster sieht, sieht man da unten gar nichts. Deswegen wurden die Türme angebracht und diese Ecken, damit die an der Seite an die Mauer runter gucken konnten. Dieses ist nur ein kleiner Weg, denn wir waren den Tag wirklich fertig. Und es ist aber wunderbar und dann ist innen drin, man müsste für den Besuch der Festung mindestens mal 2 Tage rein. Am ersten Tag kann man nur außen gucken, dann ist man wirklich, es ist Wahnsinn, was alles gezeigt wird.